Palimpalim ist ein Pokémon mit dem Typ Psycho, existiert seit der dritten Spielgeneration und entwickelt sich aus Klingplim. Palimpalim ist ein kleines Pokémon, welches hauptsächlich in den Farben hellblau und rot erscheint. Sein hohler Körper besteht aus einem hellblauen Ellipsoid, welches horizontal durch eine gewellte rote Linie geschmückt ist. Das Gesicht bilden zwei runde, gelbe Augen und ein breiter Mund, dessen Winkel nach oben gezogen sind und ein Lächeln andeuten. Es besitzt drei kleine kurze Arme, auf dem Kopf wächst eine gelbe Saugkappe und unten ein langer breiter hellblauer Schweif, dessen Ende eine rote Färbung aufweist. In seiner Shiny-Form erscheinen die sonst roten Muster in einer gelben Farbe. Durch seinen hohlen Körper wird es Palimpalim ermöglicht, Schreie und Ultraschallwellen von hoher Stärke zu erzeugen. Insbesondere Aufruhr und Synchrolärm, die auf dieser Fähigkeit aufbauen, werden durch den hohen Spezialangriff verstärkt. Palimpalim ist aufgrund seines im Verhältnis niedrigen Angriffs eher ein Fernkämpfer und hält seine Gegner mit seinen Schallwellen auf Abstand. Als Pokémon vom Typ Psycho kann es seine psychokinetischen Fähigkeiten, die sich in Attacken wie Konfusion, Sondersensor oder Erstauner äußern, mit großer Stärke aus eigener Ferne einsetzen, um den Gegner zu bewegen und ihm Schaden zuzufügen. Seine Fähigkeiten als Fernkämpfer zeigen sich Palimpalim auch dadurch, dass es den Gegner mit Statusattacken wie Heuler oder Gena schwächen kann. Seine eigene Gesundheit oder diejenige seiner Teammitglieder schützt es mit den wohligen Klängen der Vitalglocke, die es durch ähnliche Formen von Schallwellen in seinem hohlen Körper erzeugt. Bodyguard und Heilwoge, die das Pokémon durch seine Psychokräfte ermöglichen, eine stabile Verteidigung und Regeneration zu schaffen, machen sie als Teammitglied sehr kostbar. Mit Heilopfer kann Palimpalim geopfert werden, um dem an seine Stelle tretende Pokémon volle KP zu ermöglichen und alle Statusprobleme zu heilen. Palimpalim kann sich auch physische Attacken bedienen. Mit Hilfe seines Schweifs kann es seinen Gegner mit Wickel umwickeln und ihm über längere Zeit Schaden zufügen. Zudem kann es mit Body Check oder Risiko Tackle dem Gegner physischen Schaden zufügen. Und seine Fähigkeit ist Schwebe, mit der es immun gegen Bodenattacken wird. Palimpalim kommunizieren miteinander mit 7 unterschiedlichen Schreien, die nur sie erkennen. Sie rufen ein Echo in ihre hohlen Körper, das in Form wunderschöner Noten empordringt und Gegner erschreckt. Sie benutzen aber auch ihre Schreie, um Ultraschallwellen zu erzeugen, mit denen sie ihre Gegner wegfegen können, wenn sie wütend sind. Palimpalim wenden diese Schallwellen insbesondere an, um Gegner aus ihrem Habitat zu vertreiben oder ihre Nahrung zu verteidigen. Sie pflanzen mit ihrem Schweif Beeren und Nüsse, die sie gerne mögen, und sammeln sie nach einiger Zeit wieder mit diesem ein. Palimpalim sind nachtaktiv und pflanzen Beeren in der Nacht, um so gegen die beobachtenden Augen von Dieben geschützt zu sein. Bei Hitze fliegen Palimpalim wild umher, um so ihrem Körper die nötige Abkühlung zu verschaffen. Dies wird durch den langen Schweif unterstützt, die die Hitze ableiten, ähnlich wie bei Haspirohr oder Skoppel die langen Ohren. Da es nur 1 Kilogramm schwer ist, kann es sich vom Wind über große Distanzen tragen lassen. So kann es von Ort zu Ort reisen. Bei sehr starkem Wind hängt es sich an einen Ast oder an die Dachrinne eines Gebäudes, wobei es eine Saugkappe auf dem Kopf benutzt. Das Habitat der Palimpalim sind bevorzugt Prärien oder Wälder, vereinzelt wenn auch eher rar in bergigen Gebieten. Dabei ist Palimpalim der zweite Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe und entwickelt sich aus Klingplim. Klingplim gilt hierbei als Baby-Pokémon. Um ein Klingplim zu züchten, muss seine Weiterentwicklung, welches in die Pension gegeben wird, das Item Scheurauch tragen. Die Hauptcharakteristika von Palimpalim, welche durch den runden Kopf mit kleinen kurzen Armbeinen und das gelb-rot-weiße Farbschema definiert werden, bleiben dem Pokémon in den beiden Entwicklungsstufen erhalten. Auffällig ist jedoch, dass der größte Anteil Klingplims Körper die Farbe gelb besitzt, während Palimpalims Körper hauptsächlich hellblau ist. Die zwei rot-weißen Ohren verändern sich zu einer gelben Saugkappe und durch die Entwicklung wächst dem Pokémon ein langer, breiter Schweif. In den Spielen wird dann noch die Entwicklung von Klingplim zu Palimpalim durch einen Levelaufstieg mit hoher Freundschaft ausgelöst. Und durch seinen Typen ist es immun, beziehungsweise durch seine Fähigkeit Schwebe ist es immun gegen Bodenattacken, und mit der Typenkombination nimmt es noch halben Schaden gegen Kampf- und Psychoattacken,
doppelten Schaden gegen Käfer, Geister und Unlichtattacken und der Rest macht normalen Schaden.